Willkommen bei Raira. Heute geht es um das Thema Chlorophyll-Tropfen. Chlorophyll-Tropfen, das Trend- und Anti-Aging-Getränk schlechthin. Mehr Vitalität, Entgiftung und ein verbessertes Hautbild sind dabei nur Beispiele der vielversprechenden Wirkungen. Aber wie sind die Erfahrungen mit Chlorophyll-Tropfen wirklich? Wirken sie echt so gravierend? Viele Menschen haben bereits Erfahrungen damit gesammelt und davon berichtet. Fasst man diese Erfahrungen zusammen, kann man Folgendes beobachten. Die 4 Wochen. Anhand der Erfahrung mehrerer Leute, die Chlorophyll-Tropfen fest in ihrer Ernährung etablierten, können folgende Rückschlüsse wiedergegeben werden. Woche 1. Die Veränderungen auf physischer und psychischer Ebene sind noch nicht ausschlaggebend. Man fühlt sich lediglich etwas aufmerksamer. Woche 2. Die ersten körperlichen Veränderungen finden statt. Neben einer gesteigerten Aktivität verbessert sich bei vielen auch die Verdauung signifikant. Woche 3. Die Auswirkungen haben sich nun entfaltet. Die Konzentration ist erheblich gestiegen, Trägheit hat nachgelassen, die Aktivität ist also gestiegen. Das Wohlbefinden im Allgemeinen hat sich verbessert. Auch das Hautbild zeigt nun positive Veränderungen. Woche 4. Die bereits erwähnten Wirkungen haben sich nun voll entfaltet. Anhand dessen sehen wir, dass die Einnahme von Chlorophyll-Tropfen einen Prozess von etwa 4 Wochen hervorrufen, um wirklich zu profitieren. Die Ergebnisse sprechen für sich. Aber wie genau wirken Chlorophyll-Tropfen? Wir fassen das mal ganz kurz zusammen. Ich habe ein ausführliches Video über die Wirkung von Chlorophyll gemacht. Link dazu in der Beschreibung. Chlorophyll ist ein sekundärer Pflanzenstoff, bekannt auch als Blattgrün. Der Farbstoff wird von Photosynthese betreibenden Pflanzen gebildet, mit der Hauptaufgabe Licht zu absorbieren. Chemisch betrachtet unterscheiden sich Chlorophyll und Hämoglobin nur in einem Atom. Deshalb ist Chlorophyll auch als Pflanzenblut bekannt. Und daher ist es auch sehr gut für unser Blut. Primär für den Sauerstofftransport, die Bildung neuer Blutzellen und dessen Reinigung. Chlorophyll bindet Toxine, die wir dann ausscheiden können. Somit wirkt es effektiv entgiftend. Chlorophyll ist ein Antioxidant und schützt somit vor Krebs und anderen Krankheiten. Chlorophyll beschleunigt die Wundheilung. Heftig, Chlorophyll absorbiert schlechte Gerüche, das kann sehr nützlich sein. Das waren mal einige der wichtigsten Wirkungen von Chlorophyll, kurz aufgelistet. Sieht man sich diese genauer an, kann man daraus eine weitere schließen. Anti-Aging. Antioxidativ, antibakteriell, entzündungshemmend, blutreinigend, ... Das wirkt sich natürlich auch positiv auf die Haut aus. Auch Kollagen und Elastin profitieren von diesen Wirkungen. Chlorophyll kann man als Tabletten, Kapseln, Pulver oder Tropfen nehmen. Die jeweilige Dosis ist hier individuell und sollte auf der Verpackung dieser Produkte stehen. Überdosieren kann man das aber normalerweise nicht und Nebenwirkungen sind auch keine bekannt. Davon abgesehen kann man Chlorophyll einfach essen. Wow! Alles was grün ist, um es einfach zu halten. Für mehr Content abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.